Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Kirby und das magische Garn. Beim letzten Mal, ja, haben wir die zwei Level, die uns zurückgeblieben sind, abgeschlossen. Die Sternallee und das mysteriöse UFO mit 100%. Und nun wird es Zeit, Meta Knight zu herausfordern. Auch er wurde nämlich vergarnt. Ja, das ist der böse Hexer. Fleißig am Werke. So. Also, wenn wir jetzt getroffen werden, ist ja noch nicht so schlimm. Wir an sich ja... Okay, das kann ich aufdröseln, aber ich muss ein bisschen schneller sein. So. Okay. Jetzt hat er das zweite Schwert und wir haben schon mal... Bronze bekommen. Sehr schön. Ah, oh, Meta Knights Musik ist aber auch natürlich cool. Oh nein! Ich dachte, er fliegt wieder nach oben. Yikes. Na komm. Ich wünschte, die Sprint-Taste wäre auf einer Taste und nicht durch Doppelklick aktivierbar. Okay. Oh, verdammt. Er hat's durchgeschnitten. Darf ich da kurz meinen Kram einsammeln? Okay, danke schön. Okay. So. Gib mal her. Er hat ja noch zwei Schwerter. Von dem haben wir noch... Uff. Kumpel. Nein, ich möchte gern einsammeln. Ich weiß, ich bin gerade so damit beschäftigt. Ach du liebe Neune. Machst du mal auch ein Projektil oder so, dass man dich auch angreifen könnte? Gute Tische. So. Nein, ich brauch die. Okay, wir haben... mit etwas Mühe und Not... Nein! Verdammt. Nein! Mein ganzes schönes Geld! Ja, gut, die sind jetzt natürlich weg. Okay, er macht einfach. Okay. Und das für die Flicken reicht. Gut, nicht. Gut, wir müssen nochmal etwas an den Kopf schmeißen. Nein! Nein, es reicht ganz knapp nicht. Willst du mich eigentlich rollen? Nö.
Ja gut, wir haben aber gesehen, wie der geht. Also mache ich den gleich nochmal schnell, glaube ich, offscreen. Das ist ja sowieso relativ. Ja, wir haben Metalite gefunden, aber nicht den Flicken. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Dank Kirby und Prinz Plüsch war Stoffland wieder vereint. Danke, Kirby. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Kirby und Prinz Plüsch hüpften vor Freude in die Luft. Aber ihr Freudentänzchen fand schnell ein Ende, weil Meta Knight erwachte. Kirby, vergib mir. Das Garn ist an allem schuld. Meta Knight erklärte Kirby, dass Grimmgarn im Begriff war, Dreamland an sich zu reißen. Das machte Kirby sehr wütend. Er wusste nicht, wie er zurück nach Dreamland gelangen sollte. Ich hab's, rief Prinz Plüsch. Der Prinz brachte eine Socke zum Vorschein, die genauso aussah wie die, die Grimmgarn aus dem Stoffschloss geklaut hatte. Die zweite Socke des magischen Sockenpaars. Die Zauberkraft dieses Gegenstücks war nach der Rettung von Stoffland wiederhergestellt. Vorsicht, Kirby! Wenn Grimmgarn die Fäden zieht, ist immer Gefahr im Verzug. Ihm passiert schon nichts. Ich bin doch dabei, erklärte Prinz Plüsch. So brachen sie alle nach Dreamland auf, um sich Grimmgarn vorzuknöpfen. Es geht tatsächlich nach Dreamland. Ja, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich wusste, dass es noch eine Welt gibt, in der man gegen hier Dingenskirchen dann kämpft. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass es Dreamland ist, das jetzt auch aus Stoff besteht. Ja, aber Dreamland, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen nämlich noch erstmal die zwei anderen Levels. Ah, stimmt. Der letzten Welt freischalten. Wobei, wenn wir gerade hier sind, können wir auch einkaufen gehen. Beige gesteppt, weiße Wolle, gelbe Wolle, Leopardenmuster, Giraffenmuster, grün gesteppt, Schachblau, lila Wolle. So. Ja, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 71%. Also vielleicht schaffen wir sogar die 100. So, ein Telefon, ein Kissen, ein Wecker, ein Wandspiegel, eine Tischlampe, eine Dartscheibe, Chili und ein Tisch. So. Ja, und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich mache Meta Knight mal schnell offline platt. Offline, offscreen. So, ich glaube, da können wir jetzt eigentlich auch noch... Ja, Saktion geht jetzt erstmal die Wohnungen alle flott machen, ne? Ja, die können wir jetzt auch flott machen. So. Fernbedienung ist auf den Bildschirm gerichtet. Ach ja, die Wummswerft. So, dann benötigen wir noch den Weltraummonitor. So. Geschafft. Oh, wie kommen Sie hier voran her, Kirby? Sind Sie fertig? Oh, das ist ja eine wunderschön eingerichtete Wohnung. Ich heiße Mare und ich nehme sie. Die Wohnung. Mhm. So, was hast du denn für Minispiele? Maras Rennen. Erreiche als erster die Ziellinie. Ach. Ich weiß. Ich mach Meta Knight schnell offscreen, sagt sie, während sie alles andere vorher tut. Okay, das klingt ja... Dare I say machbar?
Ja, wir sind ja... Ah, wie streng Kirby da... da guckt, oben im Bild. So, ich schaff das. Ich schaff das. Oh ja. Keine Angst, Kirby. Du schaffst das. Oder besser gesagt, wir schaffen das. So. Ja, der Input für das Sprinten ist halt manchmal... So. Kirby hat gewonnen. Yeah. Ja, die ganzen Minispiele. Na, mal gucken, was wir damit denen machen. So, es gibt ein brandneues Level mit einem Rennen. Auf geht's. Ja, das, ich habe euch das jetzt gezeigt. Oh je, naja, ich sollte wohl gratulieren, schätze ich. Beim nächsten Mal muss ich mich mehr anstrengen. Aber hier ist was für dich, Kirby. Oh, das ist aber ein schöner Stoff. Diagonalmuster. Ich bestehe auf eine Revanche. Beim nächsten Mal wird es schwieriger. Na, das will ich doch hoffen. Na, da will ich das hoffen. Vielleicht will ich es doch nicht. Naja. So. Auf jeden Fall. Moment, ich kann da doch irgendwie... Würde ich sagen, machen wir schnell nochmal Meta-Knight platt und holen uns das Stückchen Stoff, was uns da fehlt. Und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. Ja, diesmal habe ich es geschafft. Ein bisschen ein Gezeter, aber wir haben den Satellitenflicken gefunden. Was bedeutet, dass wir weitermachen können. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Und jetzt... Aha. Die Animation davon ist einfach so süß, ne? Der Satellit befreit den Planeten vom Garn. Und umkreist ihn. Die Mondbasis. Gut, das war gar kein Planet, es war der Mond. So. Schön. Ja, das sieht ja schon mal gefährlich aus, aber ich hoffe, dass unser Streak weiterhin gut verläuft. Oh. Also mit der Musik sind wir wahrscheinlich ja, der Kollege. Das bedeutet aber wieder... Okay. Gut, muss ich aber nicht zeigen. Wir können natürlich viel höher umgehen, wenn wir... Nein, lass das. Können wir auch wieder zurückgehen? Rein theoretisch. Ich weiß, ich soll ja nach vorne streben und so weiter und so fort, aber... Ist ja natürlich auch gut zu wissen, ob man auch zurück... Ja, ich glaube, man darf zurück. So, kosmischer Mülleimer. Transportiert Müll in eine andere Dimension. Ist die Zukunft nicht fantastisch? Naja, die andere Dimension würde sieht es wahrscheinlich nicht so toll, nicht so gerne, wenn Müll aus der Zukunft oder so bei ihnen landet. So, wobei das könnte eigentlich mega... Es ist doch sicher schon der Plot von irgendeinem Indie-Game. Oh, apropos Indie-Games, ne? Ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich krieg Signales nicht aus dem Kopf. Also wenn ihr ein richtig geiles Indie-Horror-Game sucht, spielt Signales, gebt Signales, alles. Macht es zu eurem Goti. Denn es ist mein Goti. So. Oder schießt mit Knöpfen das Ding. Oh, wie süß. So. Ah, wir sind so schön, dass wir auch da durchfallen. Gut zu wissen. Ich sehe dich da hinten. So. Ah, das sind noch weitere Bomben. Guck mal einer an. Da
hat jemand einen Flicken. Warten. Oh, ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Bullauge. Dieses Fenster zeigt dir, wie es draußen aussieht. In der Zukunft. Also wenn das so trist aussieht, wie es da dargestellt wird, naja. Wüsste ich ja nicht, ob ich in die Zukunft wollen würde. Dabei. An sich sind wir, leben wir unsere eigene Zukunft jeden Tag ein bisschen mehr. Ich meine, als ich ein Kind war, war ich ja schon surprised, dass es als es die Nintendo DS mit den Touchscreens gab, das war ja schon eine Errungenschaft. Und heutzutage sind Touchscreens einfach überall, sind ja einfach nichts Besonderes mehr an sich, ne? Schon krass. So, gut, wir haben ja schon 2 der 3 Schätze. Aber uns fehlen noch Perlen. Das ist, worüber ich mir am meisten Sorgen mache. So. Gut, aber wenn wir die... der CC zerballern, kriegen wir doch noch ordentlich was rein. Und können auch ordentlich was verlieren, wenn wir uns natürlich treffen lassen. Ja, verdammt. Ich werde hier natürlich ins Rückwärts getrieben. Dabei will ich doch nur die CD, die Robopanzer. Sie ist aus der Kirby-Spiele-Serie bekannte Musikläuferin, der Robopanzer rollt. Ah. Okay, ich will weiter. Bin ich schon genug? Genug Zeugs verloren. Lasst uns weiterziehen. So, wir haben alle 3 Schätze. Aber unsere Perlenkette sieht noch ein bisschen trist aus. Ich würde die gern einsammeln, ne? Oh, und wie trist die aussieht. Yikes. Ja gut. Das ist ja an sich. Das muss dann nicht in den Backtrack-Part. Ach nee, wirklich. Hätte ich die 5 Schätze sicher für Gold gereicht. Das mache ich dann einfach offscreen, dass da die Goldmedaille zu holen ist. Ihr seht's doch. Nicht treffen lassen und alles, was ihr seht, einsammeln. Ja gut, den Rest haben wir aber also von dem her auch nicht schlecht. Wir haben die Sternschnuppe gefunden. Ich glaube, für ein ganzes Level reicht die Zeit wahrscheinlich nicht. Ja, RIP, der Typ. Äußere Ringe. Nee, das reicht nicht mehr. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir heute einfach ein bisschen früher Schluss. Beim nächsten Mal reisen wir in die äußeren Ringe. Das sieht ja schon mal nach sehr viel Spaß aus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.